Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf dem zweiten Kanal. Hier gibt es heute wieder Highlights aus den Twitch Livestreams. Ihr könnt auch gerne mal live dabei sein, wenn ihr darauf Bock habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Oh, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren großartigen Livestream hier mit eurem Lieblings-Livestreamer Machi. Ich bin heute wieder hier, um euch begeistern zu dürfen an diesem wundervollen, arkigen Abend. Erstmal, Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte auf dem Zweitkanal, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und dafür sehr weiter, wenn ihr abonnieren wollt. Das wäre noch viel lieber von euch, ey Leute, das wäre ja super, super süß von euch sogar. Und wir legen heute los, Tag 3 von Paranoid Survival oder wie auch immer man das Ganze nennen will. Und wir werden mal sehen, was wir heute schaffen. Wir haben im letzten Stream eine Wyvern bekommen, die ist ziemlich, ziemlich wild und ziemlich stark. Wahrscheinlich werde ich mit der heute ein bisschen rumfliegen, ein paar Sachen knechten, dann hoffentlich mehr Epic Kibbel machen, mehr epische Dinos zähmen, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann schauen wir mal, was wird einfach. Schauen wir einfach mal, was wird, Leute. Wir lassen uns einfach drauf ein. Dino-Liste, was der nächste Epic Dino ist, den ich gerne hätte. Epic. So, Chat, und ihr entscheidet so ein bisschen mit, okay? Dunkle Osteos, shit. Wer will sowas? Keiner. Petri, weil man eine Wyvern hat, nicht so cool, oder? Petri, skippen wir. Manta, skippen wir. Amaga, ich glaube auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Der Adler, Epic, der Adler, da war ja was. Ah, den will ich aber auch nicht haben. Rex klingt schon saftig eigentlich. Trap, ich will, dass ihr mitentscheidet, was ich mir hole. Entweder Rex oder Krabbe oder Amaga. Was? Epic Spider Roy the Ground Zero. Was ist das denn? Und der ist 100 Pro in dem Cave, so hohes Level wie der ist. Okay, ich fühle mich hier geht so wohl, ehrlich gesagt. Das da ist eine Volcanic Skorpion, ist das. Okay. Was ist hier? Ground Zero Ultra Lord Araneo Dingsbums. Das ist echt eine normale Araneo, glaube ich. Aber die leuchtet. Eine Araneo, die leuchtet, okay. Ey, was zum Teufel passiert hier? Ja, die ist halt stuck, ne? Der Step Bro ist richtig stuck. Und hat die ein Ei gelegt? Ne, Volcanic Skorpion Ei ist das. Vielleicht soll ich mir das auch mitnehmen. Ja, weißt du was? Ich lock die einfach mal aus. Die episch leuchtet. Die braucht 3 Kibbel. Nehme ich mir eine Spinne mit für 3 Kibbel, Bruder? Das kann ich nicht machen, oder? Das kann ich doch nicht machen. Spinne für 3 Kibbel, das klingt doch nach keinem guten Deal, oder? Kibbel kann man auch wieder craften. Ey, das sind einfach weise Worte, die hätten von mir kommen können. Da hast du einfach recht. Vielleicht kann ich die gar nicht sehen, weil die in einem Cave ist. Sieht nämlich ein bisschen danach aus. Nahrung ist weg und der isst nicht. Fragen Sie nicht, wieso das denn? Hä? Was da los? Hä, bei dir was los? Scheiß Tag. Oh no. Was ist passiert? Achso, ich sollte nicht fragen, ne? Jetzt habe ich doch gefragt. Schade. Nein, keine Strahlung. Okay. Dann fliege ich einfach durch. Oh Leute, was ist das denn für eine Karkinos-Armee hier? Ach du Scheiße. Da hat Fred unsere Level 3000 Ravager her. Oh Leute, die sind ja schon alle Akku. Ich habe gerade einfach auf den Chat geguckt. So, schon einer ausgenockt. Heck, die kriegen keine Topor. Oh nein. Oh nein. Das kann man nicht machen. 700k Topor mit Kanone, Bruder. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und guck mal, wie viele hier sind. Das ist doch schrecklich. Nee, wisst ihr was? Lassen wir einfach. Da bin ich auch ganz schnell wieder raus. Ey, der hat ja 1,7 Millionen Topor. Kriege ich den überhaupt? Was ist mit ihm da? Er ist ja richtig sauer. Warum ist der Agentabis so sauer? Was ist denn mit Carsten los? Hat er mich getroffen? Der hat mich anscheinend getroffen. Ey, Rexy, lass dich mal beißen, traust du nicht. Aua. Okay. Adler, let's go. Was für Adler? Was? Nee, nee, nee. Geh mir weg mit dem euren Kack-Adler. Aber weißt du was? Wir werden den... Oh nein, kämpfen die gegeneinander? Warum ist das immer so? Immer wenn ich irgendwas sehen will, denken sich gerade die Dinos alle... Ach komm, lass da mal alle zusammen draufknechten. Warum denn? Ich verstehe das nicht. Das habe ich nicht verdient. Ich habe was Besseres verdient, finde ich. Chat, ich war immer ein lieber Bengel. Das wisst ihr auch. Und was passiert? Das hier. Ein Boss tötet meinen Rex. Und ich kann nichts machen, weil wenn ich da reinfliege, hätte ich beide. Und ich kann auch nicht nur den Agentabis beißen. Und ich mache auch nicht so viel Damage. Einfach. Kriege ich den auf Akku? Oh, vielleicht kriege ich den auf Akku. Oh, warte. Ach, Rex, bitte hör auf damit. Der Agentabis wird dich töten. Ey, Zuschauer Baba, das ist wirklich ein trauriger Moment, von dem du mir ja gerade erzählt hast. Was soll ich da nur gegen tun? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es werden bessere Zeiten in deinem Leben kommen.
als die als Nonsub. Ey, wo ist ja einfach... Ich kann nichts tun, Chat. Chat, was soll ich denn machen? Ich würde gerne was tun. Aber ich kann einfach nicht. Der Agitavis lässt einfach nicht ab. Scheiß drauf. Ehrlich, ich töte jetzt den Rex. Wenn, dann will ich den zumindest töten. What the fuck ist da passiert? Jetzt werde ich den besser spielen. Ey, dankeschön für den Tipp. Guck mal, wie wenig Leben der noch hatte. Ich hätte ihn einfach fast tot gehabt. Ja, was geht denn da hinten ab? Mama mia, warum geht da alles hoch? Ja, och, da ist wieder jemand am Flexen. Wer ist denn da am Flexen? Michi ist da am Flexen. Ach du Scheiße, was habe ich da gerade gesehen? Okay, ich gucke ganz schnell wieder weg. Da muss ich auch ganz schnell wieder weggucken. Der, das sieht entspannt aus. Das sieht sehr entspannt aus. Hier, komm mal her. Du darfst mir auch ruhig beißen, obwohl da ist ein Petri. Da hinten der Petri sieht schon wieder ein bisschen sass aus. Ich brauche wieder alles gut. Alles gut, Michi. Ich war nur verwundert. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Wilder erst. Und da habe ich den Seil gesehen. Ich so, what the fuck? Ja, er quotet einfach mitten im Kampf. Jetzt bewegt er sich gar nicht mehr. Rexy, was ist los, mein Freund? Ah. Das war entspannt. Und er brauchte zwar. Der Raptor weist nicht den Rex. Erzähl mir keine Scheiße. Erzähl mir doch keine Scheiße. Der Rex kriegt Damage, weil der von dem Raptor gebissen wird. Der. Oh, jetzt hauen die weiter den Rex. Die hauen einfach weiter den Rex. Die hauen den immer noch, weil jetzt hauen die Ankylos auf den Raptor. Tame-Effizienz minus 100. 821 rausgekommen. Und der war 580? Einfach geilo. Ohne Witz macht wieder heftig Bock. Ich würde am liebsten den ganzen Tag weiterspielen. So, hier, ihr kommt jetzt mit nach Hause, aber ganz schnell. Und den einen Epic Gibbel nehme ich auch noch mit nach Hause. Cooler Rex wieder. Hier, du scheiß Raptor, ehrlich. Ich hau dir noch einen mit der Spitzhacke drauf. Aber Achtung, was ist denn Ankus Gene? Woher habe ich das denn bekommen? Ankus Summoning Potion. Hä? Woher habe ich das denn bekommen? Was? Das ist ein Boss! Das ist die zähmbare Version. Er ist sauer. Oh nein. Obwohl, das ist gut. Der muss hier weg. Der muss hier eh weg. Oh. Oh mein Gott, nein! Ah, das ist unlucky. Das ist ein wenig unlucky. Stream gleich wieder ausmachen. Bin am überlegen. Oh, die kriege ich nicht mal alle mit. Nicht so lecker. Nee, echt nicht so lecker. Wie fühlst du dich gerade? Großartig. Danke der Nachfrage. Oh, ich bin jetzt schon zu schwer. Ey, Michi, du bist da? Nice. Ich hab die Zeit, weil es der Erlöser oder was. Oh, Ankus ist gekillt worden. Tschüss, Ankus. Ankus, danke. Du hast aber auch alles gekillt. Oh, wie lange bleibt das hier? Das bleibt ein bisschen hier. Ja, wir machen anscheinend jetzt doch sowas ähnliches wie eine Base. Könnte ich mir vorstellen. Also... Ich habe das Gefühl, eher gezwungenermaßen brauchen wir jetzt sowas. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber, das ist halt schade. Fair Gun, ey, ich wusste halt nicht, dass das... Ey, Michi! Michi, what the fuck? Ey, Michi, das ist doch nicht deine Schuld, what the fuck? Da kannst du einfach gar nichts für. Da kannst du einfach gar nichts für. Hör mir auf, ey, das wäre nicht nötig gewesen.
Legit, das war auch meine Schuld, dass ich mir dachte, hä, ich hab mir eben Ankost, hole ich mir jetzt eben ab. Ich dachte doch, ich kann da was mitmachen, hör mir auf. Was ist das für ein Geräusch? Warum habe ich ein Zombie-Minecraft-Geräusch in meinem Ohr? So, das ist meine neue Base. Wie findet ihr sie bisher? Ich finde sie großartig. Sind, glaube ich, von tatsächlichen Zombies, die an den Bäumen rum... Was? Es gibt Zombies? Weißt du, wie die heißen, Michi? Ich will mir den mal angucken, glaube ich. Leider nein. Epic Kibbel, was fehlt mir jetzt dafür wieder? Kann ich davon noch welche machen vielleicht, möglicherweise? 10 Stück vielleicht? Och man, jetzt fehlt mir alles, Chat. Echt alles, glaube ich jetzt. Ich glaube, ich muss mich erstmal mit meinem Rex zufrieden geben. Das sind die kleinen Dinge im Leben. So, wir gehen jetzt mit dem Rex unterwegs. Wie viel Schaden vom Start? 16k vom Start? Oh, das ist schon nice, oder nicht? Er ist langsam, aber der kriegt bestimmt wieder 1000 Movement Speed dazu, wenn man einmal skillt. Oh mein Gott, 150? 150? Warum kriegen eigentlich alle 150 dazu pro Level? Das ist doch wunderbar viel. Aber der ist nicht mal so schnell mit 150. Oder? Findet ihr ihn so schnell? Ist er denn so safe 150k? Meinst du? Oh, bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wie viel hat mein... Meine Wyvern hat auch viel gemacht. Ist lahm. Der ist echt lahm, ja. Der ist sogar mit 150 Movement Speed noch recht lahm. Was hast du verpasst seit Anfang des Streams? Ich habe versucht, eine Kacke noch zu zähmen. Konnte ich nicht, weil das muss ich mit Kanonen machen und die haben 700.000 Topo oder sowas. Konnte ich da nicht. Dann bin ich wieder abgedreht. Dann wollte ich mir einen Rex holen. Der erste Rex ist mir gestorben. Dann habe ich mir einen zweiten Rex geholt, den ich gesehen habe. Das hat dann geklappt. Dann bin ich nach Hause gekommen. Hatte einen Ankylo-Spawner in der Tasche und ich dachte, das wäre einer für einen fertigen Ankylo. Hab den gespawnt, das war ein Boss. Der Boss hat meine ganze Base auseinandergeprügelt, also musste ich dann umziehen. Und dann bin ich umgezogen, hab jetzt keine fertige Base. Da war noch eine coole Spinne, die coole Spinne habe ich auch vergessen, ja. Und jetzt probieren wir den Rex aus. 2,2 Millionen Leben jetzt schon, ey. Das ist crazy viel. Und den Rest mache ich, glaube ich, einfach in Damage. Gewicht brauche ich nicht, Ausdauer brauche ich nicht. Ich muss ihn gleich einmal einpacken, dass er geheilt ist. Ich habe jetzt den Rest einfach in Damage geballert. Ich glaube, der ist gut. Hä, nur 60k? Hat der Mate Boost oder sowas? 116k. 160k ist gut. Aber ich habe halt nicht alles in Damage gemacht. Ich habe halt auch viel in Leben gemacht. Aber wer macht ja auch alles in Damage? Das wird ja auch keinen Sinn machen, oder? Dann schiebt er mir ja direkt weg. Kann ich... Oh, oh lol. Oh, ist das gut? Das ist so ein Paranoid-Vieh. Das ist einfach ein Hai. Da kann ich... Lockt er mich aus? Oh, der macht Dinge, glaube ich. Aber der macht auf jeden Fall ein bisschen Damage. Dass du in einen fetten Boss reinläufst. Ich glaube, das ist gerade passiert. Der hat auf jeden Fall viel Leben. Aber macht der auch viel Damage? Der schockt aber ein bisschen. Ja, wenn er mich runterschockt, wäre nicht so cool, ne? Aber ich glaube, ich gewinne. Würde gerne sehen, wie der aussieht. Ey, ich will auch gerne sehen, wie der aussieht. Ich habe aber null Plan, wonach ich suchen muss. Oh mein Gott, das ist genau das, was ich nicht wollte. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Rexy, willst du weiter angreifen irgendwie oder irgendwann mal? Ey, Brudi, ich pack dich sonst ein, wenn es schief geht. Greifst du an? Hallo? Ja, nee, ist gut. Jetzt hast du mal gebissen. Ey, du bist der Beste, dankeschön. So, darf ich jetzt wieder drauf? Nice. Wo ist jetzt der Boss hin? Ist das der Boss? Nö. Ist der abgedampft? Ah, da hinten ist er. Hä, den mach ich doch noch kalt. Ey, Otz! Otz, du hier im Livestream-Chat, der Mann mit der besten Rechtschreibung auf ganz Twitch. Schön, dass du hier bist, ehrlich. Ey, du hast aber Hallo richtig geschrieben mal. Und diesmal knockt er aus. Warum knockt er jetzt aus? Aber ich glaube, ich gewinne vorher. Aua. Ey, der ist schon fies. Ich habe ihn aber. Das war ja wieder viel zu einfach. Fenrir wäre cool. Fenrir wäre cool und Teri wäre cool. Hätte ich schon beides gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn die wahrscheinlich nicht die Oberburner sind. Aber die hätte ich schon gerne. Teri. Auch zwei Kibbel nur. Da habe ich wieder einen Kibbel über. Ey, das ist ja wieder ein Schnapper. Nö, das habe ich einfach nicht gehört. Ey, ich will auch so gleich mal gucken, was ich für nächste Kibbel machen kann. Ich kann safe schon heftigere machen. Ich habe Angst, dass der Teri mich auf meinem Sattel schlägt. Das wäre schon nicht so cool. Weil der haut mich ja direkt runter.
Was ist da hinten denn los? Da gehen doch schon wieder richtig Sachen hoch. Ich muss ein bisschen aufpassen, glaube ich. Gleich sterbe ich wieder an irgendwas Komischem. Aua! Ich glaube, ich habe was. Aua! Warum? Nee! Wer? Wer macht sowas? Och, Mann, ich hab's gerade noch gesagt. Der schießt doch gleich meinen Teri ab mit irgendwas. Ist das der Rex? Nee, hä? Da Phantom Saber? Hat der irgendwas auf dem Rücken? Hat schon den Teri getroffen, ja, ich weiß. Och, Mann, der schießt auch direkt wieder los, wenn ich in die Nähe komme. Was ist denn los? Woher die Aggressionsprobleme, mein Freund? Petri ist schon ein bisschen OP. Ich glaube, da ist noch ein Petri mehr OP, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Der andere, dieser Paranoid Poison Petri, ey. Ich glaube, der ist übel wild. Ah, der ist schon OP, ja. Der ist schon echt OP. Aber es ist nicht immer jeder Mod so, wenn es irgendwie Dinos gibt, die ausnocken können, sind die einfach viel zu stark. Vor allem fliegende. Warum hat ein Level 60er so viel Topo, weil die echt strong sind, diese Paranoid-Dinger. So, schießt jetzt noch irgendwas, wenn ich hier sitze? Nö. Warst du das? Du warst das nicht selber, oder? Hey, fliegt immer noch was. Ist das derselbe? Ich bin hardcore verwirrt. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Anscheinend ist es nicht der Rex. Aber anscheinend ist es auch nicht der Saber. Also irgendwie ist hier noch irgendwas, was schießt. Da unten ist noch ein Boss. Ja, das kann sein. Ich hau nebenbei auch den Rex noch die ganze Zeit. Eigentlich müsste ich den abbauen. Das wäre schon ganz nice, das mitzunehmen. Das Leder brauche ich nämlich. Oh, davon habe ich ja eine Max-XP-Potion bekommen. Oh, wild. Hä? Einfach mal was komplett anderes bekommen. Hä, crazy. Hä, was ist das für ein Tier? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich hab noch kein Bett zu Hause. Oh, das ist nur ein bisschen schmerzhaft. Aber ich habe einen Teleporter zu Hause, zumindest glaube ich, ja, habe ich. Okay, das ist schon mal gut. Hey, ich hole mir jetzt gleich noch den Teri ab. Ihr denkt auch, ich lasse den da jetzt stehen oder was? Der kommt mir doch jetzt nicht. Hard, infected hard, zack, hier, ich crafte einfach einen neuen. Und dann haue ich dem gleich mit meinem Petri eine drauf und dann habe ich einen neuen, oder nicht? Nochmal, nochmal? Okay, let's go. Welcher wird's diesmal? Welches Level bist du? Der ist doch ausgenockt. Level 60! So, hier. Rohes Filet. So, weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Round 2. Fight! Wir holen uns jetzt den Teri. Wir sind noch nicht raus. Wir sind noch nicht ganz raus. Unser Rex. Unser Rex ist sowas von raus. Ungelogen. Ich habe den Stream ausgeschaltet. Und keine 2 Sekunden später, ne? Hat es in meinem Zimmer angefangen zu flattern. Aber richtig. Und ich dachte, was zum Teufel flattert in meinem Zimmer? Ich habe gerade Stream ausgemacht. Wenn das im Stream gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Und dann war das aber ein Käfer. Aber ich habe ungelogen jetzt. Also jetzt kein Joke, ne? Ich weiß, ich erzähle Stories gerne so, dass die ein bisschen übertrieben klingen. Aber der war so groß, ich habe noch nie so einen großen Käfer gesehen. Und das war so einer wie diese mit diesem großen Zinken vorne dran, wie heißt die, Nashornkäfer oder so, keine Ahnung, nur mit einem kleineren Horn und riesengroß das Vieh. Und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte, weil eigentlich habe ich ein Insektengitter. Warum ist der Teri da unten drin? Ey, ich habe kein, wo ist er das? Das ist er, ja. Er ist ausgenockt. Holy shit. Ey, ich dachte echt, das wäre irgendwie Mutant oder sowas. Ich dachte, was zum Teufel ist das für ein Monster? Das war wirklich ein Monster. Und wäre das on stream passiert, ich hätte so Stream ausgemacht, glaube ich. Und da war ich am Überlegen, wie ich dagegen vorgehe. Und ich habe einfach keine Chance gesehen, weil ich habe ein Insektengitter davor und da ist nur ein kleines Loch. Also wirklich nur ein kleines Loch. Und ich konnte halt einfach nicht den da wieder rauskriegen. Und dann ist er vor mir geflogen, direkt in meinem Gesicht. Und ich hatte einen Karton in der Hand. Und ich habe ihm so in der Luft eine reingeballert. Ich habe mich ohne Witz so erschrocken. Ich habe mich so erschrocken. Ey, wäre das uns wie passiert, ne? Das wäre die Show des Jahrtausends gewesen. Ehrlich, bin ich so froh, dass das nicht uns wie war. Das war eine Sekunde später.
Ich habe wie Stream ausgemacht und ich höre es flattern auf einmal bei mir. Oh, das ist zum Beispiel ein Easy Kill. Ja, der macht halt nicht so krassen Damage, ne? Der macht 67.000, das ist richtig, ja. Und der andere hat, der Rex hat 116.000 gemacht. Aber der Rex war schon viel besser, leider. Paranoid kann ich nicht machen, weil dafür brauche ich eine Kong und eine Ragnar, Dingsbum, Soul, Phantom. Ich wollte doch eigentlich Volcanic oder so, ne? Was nicht Volcanic? Special Kibble gibt es auch, dafür brauche ich irgendwelche Gene. Keine Ahnung, wo ich den Scheiß herbekomme. Mutant wollte ich auslassen erstmal. Volcanic Kibble da. Dafür brauche ich eigentlich nicht super wilde Sachen. Dafür brauche ich 3 Infected Heart, 2 Epic Heart und Volcanic Soul. Volcanic Soul? Woher bekomme ich denn sowas? Ich denke schon. Wenn nichts schief geht. Ich habe ein Volcanic Heart bekommen. Was, die Soul nicht im Inventar? Oh, ich habe 16 im Inventar. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht? Was für Souls im Inventar? Oh, Infected Herzen habe ich auch, Epic nur nicht. Und habe ich Epic Eier? Ich habe 3 Epic Eier. Hä, das klappt viel besser. Bitteschön, bitteschön. Und dann können wir jetzt hoffentlich mit meinen Herzen. Warte, ich packe alle Herzen einfach rein, die ich habe. Die hier alle. Dann die Souls, die ich habe, packe ich auch alle rein. Das sind nur die. Und dann kann ich Volcanic Kibble machen. Hoffentlich. Einen kann ich schon mal machen. Zwei. Anscheinend kann ich 2 machen, vielleicht? Ich kann 2 machen? Oh mein Gott! Das heißt, ich kann schon mal irgendwas zähmen, ich weiß noch nicht was. Und ein Epic Egg fehlt mir. Mehr fehlt mir nicht für einen dritten Kibbel. Oh, das ist ja wild. Thüler! Es gibt Thülers! Es gibt Thülers! Okay, das ist nice. Hey, sagen Go Thüler. Ich glaube, das mache ich einfach morgen in Ruhe, glaube ich. Nur ich muss... Wie lange halten die Kibbel? Halten die lang genug hier im Dings? Die halten 14 Tage. Oh, das sollte eigentlich reichen, denke ich. Ey, Leute. Ich wünsche euch allen eine großartige gute Nacht. Schlaf gut, träumt was Schönes. Danke, dass ihr da wart. Es war sehr nice. Ich hatte eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder am Start seid. Selbe Zeit etwa. Ich denke mal so 7:30, 8:00 bin ich wieder da. Würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Wir wieder eine gute Zeit haben. Ein bisschen quatschen. Wäre schön. Schlaf gut, träumt was Schönes. Bis dann, ja? Tschüssi. Falls euch das Video gefallen haben sollte, guckt doch auch gerne bei diesem empfohlenen Video vorbei oder bei dem letzten, was ich gepostet habe. Oder lasst ein Abo da. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und danke fürs Gucken.